Nette Einleitung, genau. Wir kommen eigentlich aus dem Softwarebereich mit GData. Ich glaube, das ist den allermeisten hier heute ein Begriff, würde ich mal fast behaupten. Uns gibt es seit 33 Jahren, also schon ein paar Tage länger. Aber es ist absolut richtig. Die Welt hat sich extrem krass gewandelt. Rein technische Lösungen reichen heutzutage nicht mehr aus. Auch das könnte ich mir vorstellen, so wie der Jürgen sagt, Storage ist teuer. Auch das wollen hier nicht alle hören. Aber wir mussten das auch am eigenen Leib erfahren, dass Technik alleine keinen Krieg mehr gewinnt. Das Ziel ist es, glaube ich, immer 100% des Schutzes zu haben. De facto schaffen tut es keiner. Das schaffen auch wir nicht. Die Frage ist, wie kann ich denn eigentlich an dem Punkt meine Mitarbeiter vielleicht eben in dieses Schutzsystem, in diesen Schutzmechanismus, auch in mein Schutzkonzept irgendwie einplanen? Genau mit dem Thema sind wir eben an den Start gegangen. Der schmissige Titel, Kaffee geholt, Daten weg. Das geht relativ schnell. Ich kenne das von mir selber. Mal einmal meinen Rechner nicht gesperrt, kommt mal wieder, sieht der Desktop ein bisschen anders aus. Das Lustigste, was mir jemals mal geschehen ist, ist, dass alle Sachen kopiert wurden, nicht mehr auf dem Desktop waren. Es gab aber einen Screenshot von meinem Desktop und ich dachte die ganze Zeit, ich kann keine Dateien anklicken. Also, Desktop-Sperren rettet Leben in dem Moment. Genauso setzen wir da auch mit dem Thema Daten weg. Es hätte ja genauso gut auch sein können, dass jemand nicht nur mir einen bösen Streich spielen möchte, sondern dass eventuell auch jemand Interesse an den Kundendaten hat, die bei mir doch zuhauf eben auf dem Rechner sind. Schlussendlich, was wir machen, wir haben mit den GData Awareness Trainings uns überlegt, wie können wir das Wissen, was wir in Bochum haben, wir sind knappe 500 Mann, wie können wir dieses Wissen eigentlich mal in ein E-Learning-Konzept gießen, was schlussendlich dazu dienen soll, nicht nur Awareness frontalschulungsmäßig aufzubauen, sondern wie kann ich das denn eigentlich so integrieren, dass das für den Mitarbeiter in kleinen, aber doch sehr feinen Stücken eben erlernbar ist. Das heißt, wie kann ich den da integrieren? Und wenn man sich das anguckt, dann gibt es wahnsinnig viele technische Lösungen links. Was aber das große Problem ist, ist Dave. Dave ist rechts. Rechts ist nicht gut. Links, glaube ich, können Sie hier tolle Sachen kaufen. Ich glaube, wenn man hier sich sein Sammelsurium aus verschiedensten Komponenten, aus Peripherie, Software und Co. zusammenbaut, ob es jetzt Firewalls, Encryption, Antivirus oder was auch immer ist, ich kann mir da was Tolles zusammenstricken. Dave schlägt das System immer. Das ist das Problem. Und Dave müssen wir besiegen. Jetzt kommen Sie natürlich als IT-Leiter, als Systemhaus, als IT-Verantwortliche, vielleicht irgendwo auch haben Sie Berührungspunkte mit Dave und versuchen, Dave zu erziehen. Das klappt wahrscheinlich auch. Dave klickt nicht mehr auf alles drauf. Dave wird skeptisch. Dave weiß nicht mehr, was er tun soll. Dann wird aus Dave das. Dann ist er nämlich der User und der hat Angst, irgendwas zu machen. Wenn das passiert, dann wird aller Wahrscheinlichkeit nach die Produktivität extrem darunter leiden. Der goldene Weg ist wie immer die Mitte. Und diese Mitte ist, glaube ich, für Sie als IT-Abteilung extrem schwer zu finden. Schlussendlich ist das doch die Erwartungshaltung, die an Sie gestellt wird. Die Erwartungshaltung, alle gucken auf Sie und Sie sollen die Lösung dafür liefern. Die Lösung sind aber, und das ist nicht despektierlich gemeint, nicht Sie alleine. Die Lösung sind ganz, ganz viele. Kein System der Welt ist so sicher, dass es nicht von Dave geknackt werden kann. Also gehen wir mal einen Schritt zurück und sagen, Sie sitzen alle in einem Boot. Symbolisches ist mir nicht eingefallen, als ein Ruderboot zu nehmen, wo alle gleich rudern müssen. Genau so funktioniert das auch. Schlussendlich sind Sie es, die die Mitarbeiter mit in die Pflicht nehmen müssen, die schlussendlich dafür sorgen, dass jedes Netzwerk am Ende des Tages dadurch sicherer wird. Wie machen wir das? Wir betrachten mal das Gehirn und sagen, das ist das gesamte Know-how eines Unternehmens. Dann würde ich sagen, rechts den Teil, den schützen Sie alle. Da haben Sie eine Firewall, da haben Sie eine Verschlüsselung, da haben Sie das Thema hoffentlich auch irgendwo Antivirus oder Endpoint Protection. Was Ihnen aber aller Wahrscheinlichkeit nach oder was auch bei uns immer gefehlt hat, war der linke Bereich. Denn das ist Technik, die schützen wir. Das können wir schon ganz toll. Da haben wir das mit unserer Endpoint Protection Lösung, da haben wir mit unserer Tochterfirma, der Advanced Analytics, jemanden, der genau das Thema auch mit Ihnen zusammen gestaltet. Das heißt, der entwickelt Pläne, wie Jürgen vorhin erwähnt hat, auch zusammen. Viel wichtiger ist aber, ach so, da kleiner Einwurf, das Lukas-Krankenhaus in Neuss, das war die GData, die das wieder aufgebaut hat damals, aber das als Randnotiz nur. Die Mitarbeiter sind eigentlich das größere Problem. Die Security Awareness Trainings helfen dabei, den Mitarbeiter erstmal sukzessive in dieses Thema einzuführen. Alle von Ihnen werden sagen, ich weiß, was eine Policy ist. Cool, kommen Sie mal in ein Krankenhaus mit 2000 Mann, bleiben wir mal beim Lukas-Krankenhaus. Ich gehe jede Wette ein, 98% der Mitarbeiter wissen es nicht. Die wissen nicht, was eine Passwort-Policy ist. Toller Begriff. Zählt am Ende des Tages zum Know-how eines Unternehmens bei. Denn diese Passwort-Policy oder alles, was an Daten da eben geschützt ist, ist durch die Passwörter geschützt. Also müssen wir ganz sukzessive anfangen und den Mitarbeiter
in kleinen, aber feinen Schritten dahin erziehen, dass er versteht, worum es geht. Die Key Facts zu unseren Awareness-Trainings mal zusammengefasst. Lernen tut jeder Mensch immer in seiner Muttersprache. Das perfekte Beispiel dafür bin ich. Ich habe Wirtschaftspsychologie studiert. Ich kann so viel sagen, BWL, Wirtschaft ist mir immer relativ einfach gefallen, Psychologie war echt schwer. Wir hatten das teilweise auch auf Englisch, die Vorlesung. Das war ein Obergraus, weil ich nichts verstanden habe. Und was habe ich immer gemacht? Ich habe versucht, den gleichen Kontext irgendwo im Deutschen zu finden, um es zu verstehen. Menschen lernen in ihrer Muttersprache. Das ist zwangsläufig so. Deswegen bieten wir die Awareness-Trainings in 6 verschiedenen Sprachen ab Start an. Bedeutet Deutsch, Englisch, Spanisch, Niederländisch, Französisch und, was habe ich vergessen? Deutsch, Englisch, Spanisch, Niederländisch, Italienisch, Französisch. Das Ganze sind über 30 Kurse, um genau zu sein 35. Wenn Sie circa 10 Minuten damit einplanen pro Woche für Ihren Mitarbeiter, dann dauert das Ganze 2 Jahre. Das ist nicht, weil das so viel ist, sondern weil wir mit Verfestigungen arbeiten. Das heißt, wir wollen, dass der Mitarbeiter das, was er einmal gelernt hat, auch in praxisnahen Beispielen, in Security Flashes, immer wieder sukzessive wiederholt und so auch komplett eben verinnerlicht. Das heißt, dass er es auch in seinen Arbeitsalltag vollständig integrieren kann. Das klappt mit interaktiven Inhalten. Wir arbeiten damit 3 stilistischen Mitteln und diese 3 stilistischen Mittel sind klassisch Text, das ist das, was Sie jetzt hier sehen, ein Video oder Bilder, da haben Sie auch schon gerade teilweise geschmunzelt hier, und was noch viel wichtiger ist, Interaktion. Interaktion bedeutet, Sie bekommen zum Beispiel eine E-Mail von uns und da sind 5 Anzeichen für Phishing drin. Und die müssen Sie oder der Mitarbeiter dann eben herausfinden. Glaube ich, extrem wichtig, dass ich nicht nur versuche, das über stumpfe, sehr vielleicht langweilige und sehr theoretische Texte zu machen, sondern ich muss da, auch um die Motivation des Mitarbeiters hochzuhalten, eben interaktiv agieren. Das Wichtige dabei, er soll lernen, wo auch immer er gerade ist. Deswegen sind wir auf den Mobilgeräten sowohl komplett mobil kompatibel als auch mit einer iOS- und Android-App unterwegs. Glaube ich, ganz wichtig, weil wenn ich jetzt gestern zum Beispiel mit, oder vorgestern mit dem Zug aus Bochum nach Nürnberg gefahren bin, wäre das der optimale Moment gewesen, wo ich hätte mir mal gewisse Videos zu Gemüte führen können oder gewisse Lerneinheiten. Ganz, ganz wichtig, dass wir solche Sachen eben auch so anbieten. Für Sie als Endkunde, als Reseller, glaube ich, auch ganz entscheidend das Thema Mandantenfähigkeit. Denn jedes System ist nur so gut, wie ich es auch administrieren kann. Sprich, wir brauchen eine Reporting-Funktion. Diese Reporting-Funktion können wir so gewährleisten, dass Sie als IT-Dienstleister, vielleicht aber auch als derjenige, der mehrere Standorte betreut, sich komplett ein Bild machen können oder erstmal die Struktur Ihres Unternehmens abbilden können. Das geht entweder händisch über eine klassische Excel-CSV oder aber über die AD-Anbindung. Die AD-Anbindung ist natürlich das angenehmere, gerade wenn es um größere Accounts geht, immer wieder sehr gefragtes und sehr wichtiges Feature. Das detaillierte Reporting soll Ihnen dazu verhelfen, zu verstehen, wie ist es denn in meinem Unternehmen? Wird die Security Awareness besser? Wir machen am Anfang eines jeden Awareness-Trainings, wenn wir das bei Ihnen im Unternehmen implementieren, erstmal eine Nullmessung. Diese Nullmessung soll Ihnen erst einmal zeigen, wie sieht es denn in meinem Unternehmen aus? Was können die denn? Wenn Sie wissen, was die können, dann werden alle 35 Kurse innerhalb von 1 bis 2 bis 3 Jahren auf die Mitarbeiter abgefeuert. Und dann wird dieser gleiche Test nochmal gemacht. Somit haben Sie einen Vergleich, was hatten wir zu Beginn, bevor wir die Awareness-Trainings gemacht haben, im Vergleich zu dem, was haben wir denn danach gemacht. Sukzessive lernt der Mitarbeiter also und Sie können das Ganze auch noch kontrollieren. Und dann, last but not least, das Thema White Labeling. Wir möchten, dass der Mitarbeiter nicht das Gefühl hat, dass das komplett von irgendwo anders kauft und Sie das einfach nur integrieren, sondern das Schönste ist natürlich, wenn wir das in Ihre CI mit Ihrer Domain und Co. White Labeln. Das heißt, Sie bekommen, haben die Möglichkeit, eben eine eigene Domain dafür zu verwenden, gerade wenn es um die AD-Anbindung geht, extrem wichtiges Feature. Dieses Look and Feel führt am Ende dazu, dass der Mitarbeiter sich ein bisschen mehr mit diesem ganzen Thema identifizieren kann. Wir springen mal in die 9 Themenblöcke rein. Das erste Thema ist The New Way of Working, oben links. Jeder kennt das, ich sitze mit meinem Laptop, genauso wie ich jetzt hier auch gerade stehe, mit meinem Laptop irgendwo am Flughafen, lese eine E-Mail. Mir muss klar sein, dass diese E-Mail auch von jemandem potenziell anderes, der hinter mir sitzt, auch mitgelesen werden kann. Ich hatte im Zug niemanden neben mir sitzen. Ich fand es ein bisschen unangenehm, weil der die ganze Zeit immer auf meinen Laptop geguckt hat. Da habe ich die Präsentation noch ein bisschen vorbereitet. War jetzt nichts Schlimmes, aber ich fand es unangenehm. Mir war es irgendwie, ich hatte die ganze Zeit immer das Gefühl, ich kann jetzt hier keine sensible Daten, keine E-Mail öffnen. Einfach nur, klar, weil meine innere Awareness hoch genug ist, vielleicht weil ich in dem Thema auch etwas tiefer drin bin, aber ich hatte dieses komische, doch sehr unangenehme Gefühl. Das zweite Thema ist das Thema Password Policy. Password Policy ist vielleicht, immer wirkt es sehr trocken,
ist aber extrem wichtig. Deswegen auch da den Mitarbeiter abholen, einbinden. Wir haben weitere Themen wie zum Beispiel das Thema Phishing, glaube ich, so ja, sehr on vogue im Moment, würde ich fast sagen. Wir machen parallel gerade noch oben einem Kongress ein komplettes Live-Hacking, wo es auch nur um Phishing geht. Da zeigen wir, wie das Ganze mal wirklich live aussehen kann. Aber genauso muss der Mitarbeiter auch verstehen, dass nicht jede E-Mail, wo vielleicht ein ZIP-Anhang dran ist, auch gleichzeitig was Gutes ist. Das Thema Classification of Information, das ist links, diese schöne Pyramide, bedeutet einfach nur, der Mitarbeiter muss sich im Klaren darüber sein, dass jede Information, die ich auf meinem Handy habe, jede Kundeninformation bares Geld ist irgendwo. Die teuerst gehandelsten Daten im Darknet sind Gesundheitsdaten. Ich muss das einfach wissen, dass wenn ich jetzt mein Gewicht und Co. bei Runtastic, Strava und Co. hochlade, ohne denen was zu unterstellen zu wollen, aber wenn die Daten abfließen, dann hätte da potenziell meine Versicherung irgendwann bestimmt mein Interesse daran zu erfahren, ob der Herr Schran sich auch wirklich genug bewegt oder ob der nur auf einer Messe rumsteht. Das Thema Working in the Cloud, glaube ich, das Hype-Thema der letzten Jahre, würde ich fast sagen. Alles löst sich, geht von On-Premise weg in Richtung Cloud, aber der Mitarbeiter darf dabei nicht vergessen werden. Für den muss klar sein, dass ich voll freie Fahrt eben habe und ich, wenn ich unterwegs bin, jederzeit auf meine Daten zugreifen kann. Wir haben dazu noch das Thema Vorfälle melden. Da kann ich mal ein interessantes Beispiel bringen. Einer unserer Pre-Sales-Kollegen, der hasst mich dafür, aber er ist das perfekte Beispiel dafür leider. Der war mal bei einem Kunden in Paris unterwegs oder auf dem Weg nach Paris und hinter der Grenze wurde auf einmal sein, wie sich im Nachhinein herausstellte, vermeintlich sein Laptop geklaut. Wie ist das Ganze passiert? Er hat getankt, in dem Moment ist einer hinten am Auto vorbeigegangen, hat den Kofferraum nur leicht angehoben, nicht komplett aufgemacht. Er ist reingegangen zu bezahlen, kam wieder, ist weitergefahren, kommt beim Kunden an, stellt fest, Laptop weg. Ja, doof, eher unglücklich gelaufen, der Termin beim Kunden war jetzt nicht so ganz dolle. Was er aber richtigerweise gemacht hat, in dem Moment, als er es gemerkt hat, dass Daten abgeflossen sind, potenziell, ist er eben hergegangen und hat bei uns intern die IT-Nummer angerufen und hat gesagt, mach den Rechner platt, guck, dass die Daten wegkommen. Das muss dem Mitarbeiter aber klar sein. Wir haben dazu noch das Thema mobile Geräte. Auch da klar einfach, wie gehe ich mit einem Mobilgerät um? Wir haben spannende Themen wie EU-DSGVO. Glaube ich, die am meist durch die Dörfer getriebene Sau des letzten Jahres. Aber auch da, ich muss den Mitarbeiter abholen und sagen, dass es nicht zwangsläufig was Böses sein muss. Last but not least, das Thema Social Engineering, auch, glaube ich, ein ganz spannendes. Aber ich muss den Mitarbeiter auch da klar machen, nicht jeder Postbote, der mir Blumen übergibt, ist gleichzeitig auch ein guter, der es wirklich nur nett meint. Was ich damit sagen will, ist, schlussendlich ist irgendwo die Wahrheit liegt in der Mitte. Und ich muss den Mitarbeiter einfach peu à peu in diese Themen einführen und ihm die Chance geben, das auch selber zu lernen. Das klappt nur, wenn man das in kleinen, aber sehr feinen Schritten macht. Schlussendlich sieht die Plattform so aus. Sie sehen, dass das sehr bunt geworden ist. Im positiven Fall aber dient es dem, dass der Mitarbeiter drauf guckt und sagt, irgendwie motiviert mich das, das sieht cool aus. Die Schritte, die wir dazwischen haben, die verschiedenen Kurse sind sehr interaktiv gestaltet, sodass auch das Lernen am Ende des Tages Spaß macht. Wenn Sie das sehen möchten, dann kommen Sie sehr gerne zu uns an den Stand, Halle 9. Wir sind noch, ja, bis morgen Abend da, kommen Sie gerne vorbei, stellen Sie uns Fragen, löchern Sie uns mit allem, was Sie interessiert, lassen Sie es live zeigen von meinen Kollegen. Wir freuen uns drauf und ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch ganz, ganz inspirierende Gespräche hier.